Ansprüche. Warum auch nicht? Ich arschwicke jetzt. Eine neue kriminelle Epidemie breitet sich rasant in unserem Land aus. Versteckte, illegale Brennereien. Ob es sich dabei um Schnaps oder sogar um Drogen handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Hierzu der zuständige Kommissar Detmar Vogel. Skrupellos und mit enormer krimineller Energie betreiben hier verrückte Verbrecher Küchen des Wahnsinns. Ich bin als erfahrener Ermittler im Aufspüren solcher Individuen zur Soko Bunter Mond gekommen und möchte gleich einmal sagen, niemand hat ein Recht auf Rausch. Das sind kranke Kreaturen. Sie sind verkommen, verdorben, ja, asozial. Die Delinquenten verschanzen sich meistens tief in den Wäldern. Man erkennt hier deutlich Tarnnetze und einen Schornstein. Nun kommen zwei Männer aus der Hütte, die die Drohne bemerkt haben und auf sie zurennen. Völlig außer sich greifen sie die Drohne mit einer unglaublichen Aggressivität an, sehr wahrscheinlich im Rausch. Auch. Und selbst wenn es nicht geht, hört es nicht auf. Wie nur ein Vater sein kann. Du fragst mich, ob ich dein Vater sein kann. Da war da fast 18 Jahre mit deiner Mutter. Inzwischen sind wir weise wie ein kleiner Buddha. Ihr macht leider dämlichen Scheiß und lauft hinter dem Geld zu jedem Preis. 10% Hot, 90% Schrott. Und der Schrott wird geliebt wie Fußball im Park. Menschen pack ich immer gerne in Kategorien. Dann weiß ich gleich, wie sie sind. Und vermeide Gefühle, dann bin ich safe. So wie ein Runner am Bass, wie Geballer in Ramallah und die Digger, alter Ace. So wie Bo am Mike und alle, hä? So wie Bo am Mike und alle, hä? Kein Plan, musst du bei mir einplanen. Kannst du dir mal eintragen in deinen Zeitplan, deine Timeline und sie gleich mit einteilen. Denn dann weiß wenigstens jeder Bescheid. Ach, jeder Bescheid, dann weiß jeder Bescheid.